Peach! Wer schreit Peach? Was für eine verschlagene Kleine! Ihr seid völlig machtlos! Die Königin bin ich! So. Und jetzt geht der Fight nämlich wirklich los. Mario, wir haben es bald geschafft. Also gut, ich werde euch in den Boden stampfen. Flucht in diesem Kampf nicht möglich, kein Publikum. Also aber schlecht. Wir haben keine Scanner-Infos mehr. Just saying, wir haben keine Scanner-Info mehr. Vorhin hatten ihre Hände 5 HP. Aber die Hände wegmachen. Ah, siehste? Funktioniert. So, Königin der Finsternis. True Form. Oder sowas in der Richtung. Die Königin der Finsternis. Allein der Anblick ist grauenhaft. Aber du musst kämpfen. Maximale KP 150, Angriffskraft 7, Verteidigung 1. Sie schleudert Blitze und verwendet Magie, um Angriffe und Verteidigung zu erhöhen. Außerdem kann ihr Atem dich vergiften, verwirren oder deine Kräfte schwächen. Ew! Schrecklich sind die Attacken der Königin, wenn sie sich aufgeladen hat. In solchen Fällen solltest du dich wirklich mit Barbaras Suchmich-Technik schützen. Greife übrigens nicht nur die Königin selbst an, sondern auch ihre Hände. Sieh dir also genau an, was sie macht, bevor du deine eigene Attacke auswählst. Also Mario, unser letzter Kampf und wir werden gewinnen. Was war das? Mein, dieser Körper, ich bin verwundbar? Der Kampf hat gerade erst begonnen. Pass auf. Hier. Okay. Auge. Die Hände kommen sofort wieder. Das ist widerlich. Ja, die Musik, ey. Der Song ballert auch wieder. Bisschen Nightwish, so Symphonic Metal mit Orchester und so. Schon, ne? Ja, komm. 12 Schaden. Strong, strong. Plus 7. Erhöhte Angriffskraft durch Charge. Die Hände. Die 8 ist ein bisschen scheiße gerade. 8 ist wirklich kacke. Muss aber sagen, dass das Original wesentlich mehr ballert. Da weiß ich nicht. Wir könnten den Orden anmachen. Dieser eine Bu, der zuguckt, ey. Show seines Lebens. Maxi Beben könnte 8 Schaden machen und die Hände wegmachen, ne? Ja, das versuchen. Actually. Warte mal. Ich könnte auch beim Item des Bulaken auf Mario verwenden. Mit Gumbrina die Hände wegmachen. Gumbrina im Worst Case opfern. Sie hat gescannt. Und wenn sie nochmal charged, können wir immer noch mit Bubsy. Ja. Wir machen das so. Kann ja sein, dass sie nochmal charged. Deswegen. 2 Runden geht das. Wow, das ist strong. Das ist ja richtig strong. Pestklauen. 14 könntest du. Das ist so unnötig gerade. Aber Hauptsache ich treff's. Egal, die 7 HP, die wir verloren haben, werden... Wow, und das Publikum füllt sich. Das ist super. Der Publikum-Refill ist, glaube ich, das Beste, was wir haben. Oh, warte mal, ich kann auch das Publikum nehmen. What? Bingo, du bist aber sehr spät. Dome, du hast einen harten Delay. Und Breda wird den Lebenspilz nutzen. Ja, wird sie. 15 Schaden!
Müssen wir die Hände loswerden. Die Hände sind problematisch. Ich habe nur noch einen AOE. Ja, fuck, ja. Ne. Aber dumm. Mach einfach einen normalen Move jetzt. Dein Charge ist ja vorbei. Patschehändchen kommen wieder raus. Daneben. Oh nein. Gehst du wieder aufs Publikum los? Nein, das sollte auf Mario. Haha. Ja. Ich sehe das schon. So, jetzt machen wir das Maxi-Beben. Volle Konzentration. Yes! Oh, der erste im zweiten Durchgang. Der war so knapp am zu früh sein. Huh. Das macht nur 6 Schaden. Scheiße, das ist zu wenig. Ah, fuck. Einer muss auf die Ads gehen quasi und der andere... Ich hab den Erdbebenorden nicht ausgerüstet, ne? Fuck. Ich hab den doch geblockt. Hallo Pestclown. Na gut. Dann. Also. Weil du machst an ihr mehr Schaden. Das ist die Ribbon. Die wir treffen. Das ist okay. Nee. Charge. Das ist schlecht. Nein. Ich will dem Publikum einer was werfen, das lassen wir. Mit Hammer. Schön. Okay, warte. Lass mich überlegen. Also okay. Babsi, Schmapsi. Und Abflug. Weh, du chargst noch. Weh, ist es wieder ein Doppelcharge. Ich rast aus. Ah, ist okay. Okay, sie hat sehr angegriffen. Passt, alles gut. Moin. Als ob sie verwirrt sein kann. Quatsch. Jetzt sind aber die Hände da. Ah, Gott. Nein, sie klaut mir Energie. Heilt sich um 6. Und das ist Patschehändchen, ne? Wirklich zweimal! Oh, du widerwärtiges Stück. Ah. Ende down, oder? Ja. So. Ultrapilz in Mario seinen Popo. Ins Gesicht meine ich natürlich. Nam 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 nam, Pilz. Gut. Ah, der kleine Buff. Der ist aber widerlich. Verteidigung wurde erhöht, ja. Was machen Patschehändchen? Na Gott. Es ging. Sie ist aber stärker jetzt. Combrina hat nicht so viel HP. Cool auf. Komm, du doch mal her.
wenn ich alle Gegner angreife. Set L und Z, also abwechselnd. Easy. Okay. Let's go, Yoshis! Warum? Yoshi ist sauber. Oh. Ah, es war ein Pilz. Nein. Ich möchte Sprung. Stampfattacke kostet nur eins. Oh, weil sie ihre Abwehr so hoch gemacht hat. Ich hätte einen TV-Hieb machen müssen. 11! Oh, nice. Oh, yeah. Herr den Typ. Ne. Du hast keine Ads mehr zu haben, meine Liebe. Lass ich das mal. So, der Yoshi stirbt mir schon nicht. Anti-Verteidigung. Tada! Wie viel HP hat sie denn noch? Ich habe nicht geguckt. Hier, mit euch bin ich noch lange nicht fertig. Ha! Gut, Wortel. Item. Wir brauchen das nicht mal. Der Schokokuchen ist ja gerade so perfekt. Wir heilen uns und füllen unsere BP. Oh, geil! Geil! Der ist wichtig, Stronguard. Let's go. Oh Gott! Einmal aus dem Takt kommen, zack, verkackt. Oh, wunderschön, viele Yoshis. So, wir haben es auf ein Drittel runter, ne? Oh, Nebel für uns. Ihr... Fuck. Man könnte jetzt doch spekulieren, ne? lass mal nicht. Shit! So, es sollte aber für die Hände reichen. Es geht nur darum, dass die Hände weg sind. Gerade so. Babsi? Babsi und ich gehen, unter der Bühne kurz, miteinander knutschen. Das geht euch nichts an. Macht ihr kurz auf der Bühne, was ihr wollt. Wir brauchen kurz ein bisschen Privatsphäre, Babsi und ich. Ja, mach nur das. Ich verliere Zuschauer durch das Ausweichen. Das ist ja frech. Die Hände. Alle drei daneben gegangen, die Angriffe. Wow, mega. Warum kriege ich von diesem Boot dauernd Geschenke? Ist super, aber... Dann mal raus, gute Nacht. Dann machen wir nochmal Danke für deinen Raid. Schlaf wunderbar. Angriff und Verteidigung für eine Weile. Ziele auf die erscheinenden Tafeln und drücke A. Ich habe das noch nie gemacht. Was müssen wir hier machen? Ach so, oh Gott. Gott.
Das ist ja gar nicht verstanden. Naja, mehr Verteidigung, ein bisschen Angriff. Das ist okay. Für 3 Runden. Nee, tauschen auf Yoshi wieder. Ja. Oh, aber er hat den Buff. Oh nein, ich hätte tauschen müssen. Dann buffen. Da, oh, okay. Ja, nee. Verstehe, wo mein Fehler lag. Auf jeden Fall. Und endlich Power Plus. Ja, ja. Im Finale kann man ja mal ein paar Sachen ausprobieren, ne? Und dann komplett überfordert sein mit, weil wusste ich ja, ich mache, ich weiß gar nichts. Oh, oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Das kleine voll Vergiftung. Das ist ungünstig. Ein Patschehändchen. Im letzten Fight entdeckt Dave noch Mechaniken, ja. Das ist okay. Ah, das ist okay. Ist halt scheiße, dass ich mit Mario jetzt nicht angreifen kann. Obwohl er halt gebufft ist. Der AOE ist halt gerade super strong. Ich krieg diese scheiß Ads immer weg und mach ihr auch noch Schaden nebenbei. Bin immer zu spät. Ach so, weil Verteidigung ja nicht zählt. Ja, ja, ja. Hold on. Warte mal. Moment. Wie viel Schaden war das? Wird schon klappen, oder? Nein. Come on, come on. Wir nehmen das, wir nehmen das. Nein. Nee, das wäre nicht so gut. 10. Babsi, ich glaube an dich. Ich glaube an mich, dass ich die richtige Taste drücke. Ich muss mir das Layout kurz angucken. X ist oben. Ich muss mir merken, X ist oben. Nintendo Controller. In mein Hirn. X ist oben, in mein Hirn. Na! Burn! Wann burnst du? Scheiße, du buffst dich. Ist okay. Ha! Bubsy! Ich wollte mit Babsi gewinnen, deswegen habe ich gerade nachgerechnet, ob es aufgeht. Hab gehofft. Ah! Sieg durch Babsi. Ein Haufen Kohle. Kein EP? Keine Sternpunkte? Was ein Ende, Gigi, dankeschön. Das ist... Ich... Besiegt! Dieses Gesindel hat mich besiegt! Ich hätte gedacht, ich bekomme eine zweite Chance. Gah! Majestät! Ja! Allein um es euch rein zurückhalten, was Babsi die gewonnen hat.
Leider verlieren wir Goth Peach dadurch. Also sehr, sehr schade. Flum, 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 flum. Die ganzen Lichtel gehen wieder aus und werden durch normale Kerzen ersetzt, weil es boring ist. Los, Bertha, los, Rückzug! Das ist ja schrecklich! Ja! Aber hey, wartet auf mich! Er kann halt einfach nicht verschwinden. Aber Prinzessin Peach! Ja, die ist tot. Dann Babsi, wir beide, was meinst du? Prinzessin Peach ist völlig in Ordnung. Oh. Keine einzige Verletzung. Höchstens ein Trauma. Mario? Hey! Oh, es ist vorbei, Mario, oder? Warum trägst du eigentlich lila Outfit? Verzeih mir, Mario, dass es so weit kommen musste. Keine Sorge, Prinzessin. Es ist alles in Ordnung. Jedenfalls, vielen Dank, dass du mir mal wieder den Arsch gerettet hast. Ach, hier bist du also, Mario. Wer spricht? An den Gumbart, oder? Ja, er Gumbart, natürlich. Wer? Also wirklich, dass diese Fieslinge sogar mich, alten Mann, belästigen. Da habe ich mir Sorgen gemacht und bin euch gefolgt. Es sieht so aus, als hättet ihr sie alle erledigt. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Ich? Mir geht es gut. Viel wichtiger ist doch, schaut mal, was ich habe. Ich hab wirklich einen Schatz. Das habe ich unterwegs gefunden. Ich wette, das ist der Schatz aus der Legende. Meine Theorie hat sich damit als wahr erwiesen. Es gibt also einen Schatz. Professor Gumbart, das ist einfach... Ja, ja, ich weiß. Ist schon in Ordnung. Also Ende gut, alles gut. Dann können wir langsam von diesem finsteren Ort verschwinden. Hä, so finster ist es doch gar nicht. Guck mal, die ganzen Kerzen an, die da brennen. Gute Idee. Gehen wir zurück, Mario, zu den anderen. Aber wie sollen wir eigentlich das Tor versiegeln, wenn wir jetzt keine Sternjuwelen mehr haben, weil die wie die Dragon Balls in alle Richtungen sind? Das wird schwierig. So, du willst uns also verlassen. Wer spricht? Also. Schade, wirklich. Mit dir zusammen könnte ich meine Forschungen rascher vorantreiben. Wir würden nie zulassen, dass Sie Mario nur für Ihre Forschungen beanspruchen. Aber ich werde Ihnen von nun an zur Seite stehen, Herr Professor. Ach ja, stimmt, Sie sind eine Studentin eigentlich. Ja, egal. Also gut, danke, Gumbrina. Mario, vergiss uns nicht. Auch wenn du weit weg bist. Und ich wünsche dir alles Gute, auch für deine künftigen Abenteuer. Niemals aufgeben. Das ist das Wichtigste, das ich auf diese Weise gelernt habe. Vielen Dank, Mario. Denk ab und zu an mich. Mario, ich denke, durch dich bin ich ein wenig stärker geworden. Wie soll ich sagen? Ich fühle mich jetzt etwas wohler in meiner Haut. In deinem Panzer? Und ich bin meinem Vater ein ganzes Stück näher gekommen. Du hast ihn gefunden nach 10 Jahren. Egal. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber... Oh, Mario, ich habe mich entschlossen, zum Theater zurückzukehren. Auf diese Weise ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei meine Berufung ist. Und das heißt, ich werde wieder im Rampenlicht stehen. Du musst dir das Stück unbedingt ansehen, wenn es fertig ist. Du bist natürlich auch herzlich willkommen, kleine Prinzessin. Bomba, ich weiß, eigentlich heißt du Mario. Aber für mich bist und bleibst du nun einmal Bomba. Da ich in der Arena geboren wurde, bist du für immer mein Champion, Bomba Luigi. Wir sehen uns wieder, Bomba. Ganz bestimmt. Eve. Also, Mario, ich... Du... Nein, schon gut. Peach und du, ihr seid wirklich ein schönes Paar. Ich finde Babsi cooler. Kann ich nicht Babsi behalten? Ich werde diese Reise mit dir mein Leben lang in Erinnerung behalten. Deshalb, bitte vergiss auch du mich nicht, Mario. Mario, ich bin so dankbar, dass ich dir begegnet bin. Ohne dich wüsste ich noch immer nicht, was mein Scarlet da oben denkt. Wahrscheinlich wäre ich vor die Hunde gegangen. Aber jetzt! Das Meer hat mich wieder. Ich schätze, auch Scarlet hätte das so gewollt. Das hat sie genauso in ihrem Brief geschrieben. Wir sehen uns wieder, Mario. Und zwar das nächste Mal auf offener See. Es ist wohl an der Zeit, Abschied zu nehmen, Mister. Aber ich sage nicht lebewohl. Denn diese Stadt, sie ist doch irgendwie auch deine Stadt. Wenn du magst, komm jederzeit vorbei.
Pass gut auf dich auf und bis bald. Milady? Das Schiff muss jeden Moment kommen. Mario! Wer schreit denn jetzt schon wieder? Ah, die Bubus! Das ist alles so süß. Wenn Babsi vom Peach Besitz ergreift, ist sie dann wieder Goss? Das ist eine gute Frage, Ferdus. Ja, gut, dass wir dich noch erreicht haben. Nimm das hier. Wir haben dir das als Reiseproviant gebracht. Du magst doch frisch gepflückte Pilze, oder? Oh. Das ist so nett von euch. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch allen. Ohne euch wäre unsere Welt in Finsternis versunken. Aber euer aller friedliebende Herzen haben die Welt gerettet. Lasst mich euch meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen. Papp, wir haben zu danken. Wenn ihr nicht gekommen wärt, würden die Crucius und die Königin der Finsternis regieren, ganz sicher. Prinzessin, das Schiff kommt. Oh yeah. Oh yeah. Wo Schiff? Da Schiff. Tuk, 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 tuk. Diese Aufziehschraube wie bei einem Spielzeugschiff da hinten dran. Ich lieb's. Entschuldige, Meister. Ich muss wohl ein wenig verschlafen haben. Also kommt an Bord. Ich mache euch einen Sonderpreis für die Überfahrt. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Und dieser Effekt, ich lieb's. Die Leine los. Wir nehmen Kurs auf das Pilzkönigreich. Das ist nicht ein Pilzkönigreich hier. Moment. Ah! Das war nicht im Pilzkönigreich. Ha! Ah. Was für reizende Menschen. Und Mäuse und Koopas und Geister, Bomben. Ja. Natürlich ist diese Entführung in Rohlingen eine schreckliche Erinnerung. Aber in Wirklichkeit steckt die Stadt wahrscheinlich voller Lebensfreude. Mario, ich hatte solche Angst, als diese Kerle mich entführten. Aber... Also, Tech hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass du mich retten würdest. Weil du es immer tust. Vielen Dank, Mario. Vielleicht sollte ich von nun an doch lieber öfter auf Totsworth hören? Ja, mach mal. Dann habe ich weniger Arbeit. Sieh nur, Mario. Die Sonne über Rohlingen. Ist das nicht herrlich? Das ist schon wirklich ekelhaft süß gerade. Wirklich sehr ekelhaft süß. Na? Zu Hause. Oh, da, guck mal. Da ganz da drüben, die Bilder hinter Luigis Mütze. Die zwei Bilder. Ah. Das erste, der blaue Rahmen, sind alle Companions aus Paper Mario 64, dem ersten Paper Mario. Und der rote Rahmen sind das alle von hier jetzt gerade. Wenn man Nagarine nicht freigeschalten hätte, wäre sie trotzdem auf dem Bild. Da ist noch Platz! Schon, ne? Da geht noch mehr. So, was für ein Abenteuer. Gut, auf jeden Fall, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Und nebenbei noch die ganze Welt zu retten. Mario, du bist einfach der Größte. Ist ja schon eine Weile vorbei. Aber ich wette, du denkst immer noch oft daran. Wie es wohl all deinen Freunden geht, die dich begleitet haben? Ich habe wieder eine Mail auf meinem Game Boy Advance bekommen. Oh, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen. Hallo Mario, ich bin Escombrina. Wie geht es dir immer so? Wie geht es dir immer so? Was ist das für eine Formulierung? Ich bin noch immer bei Professor Kumbart. Die Königin der Finsternis ist zwar geschlagen, aber um die Rohlinger Legenden gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen. Deshalb werden der Professor und ich unsere Forschungen noch eine Weile fortsetzen. Wo ist das Bild von Luigis Abenteuer? Der hatte keinen Fotografen dabei, er ist halt nur B-Promi. Allerdings sind viele neue Fakten ans Licht gekommen. Unser gemeinsames Abenteuer hat sehr viel zur Altertumsforschung beigetragen. Ich wusste es, Mario. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Ach, weißt du eigentlich, was in der Schatzkiste war, die der Professor gefunden hat?
Es war... Das bleibt ein Geheimnis. Du erfährst es, wenn wir uns wiedersehen. Wow. Toll. Ich habe noch einmal alle Schauplätze unseres Abenteuers besucht. Und natürlich habe ich auch alle unsere Freunde getroffen. Kobi führt mit seinem Vater Kopini und den anderen ein unbeschwertes Leben. Ich dachte, es wird ein Laden. Schade. Und Mario, kannst du dir vorstellen, wovon Kobi träumt? Monster Truck Farm. Er möchte Bürgermeister werden und Blütenweiler noch friedlicher machen. Ist schon langweilig da. Ich habe schon gestaunt, dass er das erzählt hat. Ich liebe auch den Abspann, auch so schön, ja. Aber das passt zu ihm. Ich habe mich sehr gefreut, ihn so glücklich zu sehen. Irgendwie ist er sehr erwachsen geworden. Nur gegen Kopini kommt er noch immer nicht an. Airona hat ihr großes Comeback geschafft. Sie sah prächtig aus. Sie spielt das die Ereignisse nach. Quasi, ja. Das Stück, in dem sie gerade spielt, basiert auf unserem Abenteuer. Es heißt Paper Mario und ist unheimlich spannend. Es ist so Meta. Oh Gott. Guten Morgen, Malf. Oh Gott. Oh, ich weine vor Lachen. Oh, es ist gut. Oh Gott. Ich dachte, ich muss so viel lachen geben. Stell dir doch vor, dieser Wumpel steht mit ihr auf der Bühne. Seine Verwandlungskünste sind wohl sehr nützlich. Trotzdem komisch, oder? Prepper Mario, ihr Herr ist auf. Das ist gut. Kolaf ist Kämpfer in der Falkenheimer Arena geworden. Er behauptet, er würde bald gegen den Champion antreten. Er ist zumindest in der ersten Liga. Hey, Props. Und stell dir vor, sein Kämpfername ist Bomber Luigi Junior. Ich könnte mich fast nicht halten vor Lachen. Das ist schon süß, der Kleine. Oh, ich kann nicht mehr. Stell dir vor, was er neulich gesagt hat. Bamba würde ich jetzt schon mit Leichtigkeit schlagen. Wirklich, er nimmt den Mund immer ziemlich voll. Oh boy. Barbara ist zu ihren Schwestern zurückgekehrt. Sie will ihnen noch eine Chance geben. Die Königin der Finsternis ist geschlagen, da ist Brunhilde wohl auch seriös geworden. Oh. Außerdem hat mir Brunhilde versprochen, Barbara nie wieder zu ärgern. Ich denke, dass die drei Schwestern sich von nun an gut vertragen werden. Und Mario, du solltest Barbara von Zeit zu Zeit besuchen. Wenn von allen würde ich Babsi am ehesten besuchen. Oh Gott. Nein, wer? Ach so, ja okay, ergibt Sinn. Aber es ist ein paar Sachen dabei, mit denen habe ich nicht mehr gerechnet. Bartom fährt jeden Tag mit Cortez Schiffs aufs Meer. Seine Zweifel scheint er hinter sich gelassen zu haben. Neulich habe ich ihn zufällig auf der Isla Corsaria getroffen. Er war so voller Energie, dass er fast zu explodieren schien. Bestimmt wäre auch Scarlet froh, ihn so glücklich zu sehen. Und ehe ich es vergesse, den Bewohnern der Isla Corsaria geht es hervorragend. Wir haben auch einen Laden da hinten. Und eine Verbindung direkt in die Stadt. Durch die Röhre da. Nagarine betreibt noch immer ihren Ordenshop in Rohlingen. Gelegentlich kommt sie uns besuchen. Aber nach wie vor ist ihr Laden oft geschlossen, weil sie irgendwo nach Orden sucht. Gerade neulich hat sie wohl wieder einen ganz seltenen gefunden. Typisch Nagarine, immer unterwegs auf der Suche nach Beute. Die magische Verwandlung. Schön. Schön, schön, schön. Oh nein. Ach ja. Es geht das Gerücht, dass Crucius und Crucillus werden noch am Leben. Wenn das wahr ist, sind sie ganz schön zähe Brocken. Aber ich hoffe, auch sie haben ihre Lektion gelernt und stellen nichts Böses mehr an. Einfach im Nobelviertel abhängen. Gibt's ja auch so einen Special Boss wie in anderen Mario? Ah, gute Frage. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal die Credits gucken. Wenn wir gerade von den Überlebenden sprechen, er ist auch noch da. Er ist ganz wild darauf,
dich zu treffen. Und natürlich die Prinzessin. Wie? Hat er sich noch darunter geladen irgendwie? Und was mich betrifft, manche Erfahrungen waren zwar ein wenig schmerzlich, aber ich bin doch froh, dass ich an deinem großen Abenteuer teilnehmen durfte. Allerdings gibt es etwas, das ich dir nie sagen konnte, und zwar... nein, das bleibt mein Geheimnis. Ja, dass du auf ihn stehst, das haben wir schon gemerkt von Anfang an. Es gibt mehrere Special/Geheimbosse. Einen kennen wir schon, stimmt. Richte Prinzessin Peach meine Grüße aus. Bis bald, deine Gombrina. Zwei Geheimnisse effektiv. Es scheint ihnen also allen gut zu gehen. Oh, bekommen wir Besuch? Seid gegrüßt! Wer? Ah. Hallo Mario, hallo Luigi. Mario, entschuldigt, dass wir so plötzlich hereinplatzen. Neulich haben wir die Lagerräume im Schloss aufgeräumt. Du wirst kaum glauben, was wir da gefunden haben. Stell dir nur vor, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Diesmal ist es ganz bestimmt ein richtiger Schatz. Also Mario, gehen wir auf Schatzsuche. Das Schiff wartet schon. Oh nein. Wunderbar. Und zu. Das waren ganz schön viele Seiten. Und damit endet die Geschichte. Ein wunderbares Spiel. Brother Carey! Der Postbote aus dem ersten Teil. Röp. Denn, wie wir alle gelernt haben, das ganze Spiel... Das ist jetzt als Kinofilm gemacht, oder wie? Das ganze Spiel ist ja ein Theaterstück quasi. Weil immer vor Publikum etc. Deswegen sind die Credits eigentlich immer so wie eine Parade quasi. Aber hier ist es einfach ein Film. Okay, ist auch gut. Dem in der Witz kommt später. Ah, wirklich. Oh Gott, der Blooper, den habe ich ja komplett vergessen. Der war ja ganz am Anfang. Er macht die ganze Bühne voller Tinte. Du Sau. Ah, genau, die Kitchen. Nee, sehr, sehr geiles Remake. Absolut. Ein Wermutstropfen ist immer noch ein bisschen das Design. Wenn's ein 1:1 Remake gewesen wäre, hätte ich es einen kleinen Tick besser gefunden. Denn das Plastische, es ist mir ein klein wenig zu plastisch gewesen. Die generelle Optik. Aber man merkt halt, man hat eben nach Origami King basically dieselbe Engine genommen und darin dann das Spiel eben nachgebaut von damals. Sie haben alles, was nervig war, einfacher gemacht. Das ist gut gelungen. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Das Einzige ist halt, ich vermisse ein bisschen den typischen Paper Mario Art-Style. Den hat's nicht ganz getroffen. Alles andere, das Luftschiff, das sieht sehr nach Origami King aus zum Beispiel. Aber ansonsten ist alles mega. Eben dieses, oh hey, ich kann direkt hinskippen irgendwo, was wir gerade eben bei dem Finalkampf gesehen haben mit, oh hey, ja, wir dienen dir jetzt. Beim alten habe ich das auch gemacht. Und das war dann halt wirklich einfach mehrere Minuten lang spammen. Nur damit du dann sagen kannst, nein, und den Fight nochmal machen kannst. Kapitel 3 ist unglaublich gut gewesen, die Falkenheim Arena. Chapter 4 ist aber auch geil, weil der Twist so geil ist, dass dir deine ganzen Begleiter genommen werden und du mit dem neuen Begleiter quasi stuck bist. Ja, es ist halt... Das ist ein super geiler Twist einfach. Dann eben dieses Rumpelstilzchen-Ding mit dem Namen. Das ist schon geil. Und er heißt auch noch Rumpel. Und Babsi ist sowieso die süßeste von allen. Ja, Das war
actually ein bisschen das... Ich glaube, die Insel ist eines der schwächsten Kapitel. Wobei, der Boss ist mega. Der Boss ist unglaublich geil. Aber das Ganze auf der Insel rumgehüpfe... Es war zu viel hin und her gelaufen und dann war es in der Höhle relativ straight forward. Zu Kapitel auch unglaublich gut. Ja. Zug und Falkenheim und also 3, 4 und 6 sind quasi die besten. Oh ja, ja, ja. Oh, ich steige auf. Oh, die doch. Oh, er ist aufgestiegen. Ah. Jetzt ist Dave Timing gewohnt. Auf zur Superstar-Saga. Im Leben fasse ich die Scheiße nicht mehr an. Wo aufstehen, Dave? Rückenschmerzen. Ich nicht stehen. Ich werde mir nach 5 Minuten wieder hinhocken, was man. Eben sitzen ist schon schlimm. Er hat mir heute Nacht so den Rücken verlegen, deswegen. Nein, nein, heute nicht. Du brauchst nicht wütend sein. Du bist der, der jetzt hier tagelang keinen Sport drin hatte, weil ich möchte auch erst wieder ganz fit werden. Ja, ja, ja. Also selbe Begründung quasi. Gott, was ist mit meinen Haaren los? Ja, Chapter 7. Ich hatte actually Chapter 8 länger im Kopf. Oh, der Bowser Fight. Der war jetzt gerade noch, haha. Nee, oh. Also, dieses Spiel macht einfach Spaß. Und dass ich so krass auf Orden gespielt habe, habe ich vorher auch noch nie gemacht. Das war ein First für mich quasi. Da ist Ghost Peach. Also Ghost Peach ist nochmal... Da müsste ich nochmal gucken. Da gibt es bestimmt so ein paar R34 Artworks. Und Intelligent Systems. Die Macher von Paper Mario, Advance Wars, Fire Emblem. Ein großartiges Studio. Ende! Also wirklich, Intelligent Systems ist mega. Warum steht Bowser eigentlich mit auf der Bühne? Luigi im Publikum. Ist da noch irgendwo jemand im Publikum, den man kennt? Oh ja, 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 guck mal. Genau in der Mitte, unter Mario quasi, ist einer von den zwei Shy Guys, von den Bühnenarbeitern. 5 nach links und eine Reihe nach hinten ist noch einer. Und auf der rechten Seite ist auch noch einer. 3 Bühnenarbeiter hocken hier drin. Ein Suseldusel. Ansonsten sehe ich niemanden speziellen mehr. Ein Hammerbruder. Oh nee, ansonsten passt. Warum ist Mario lila? Weil ich Orden verwendet habe, die ihn umfärben. Weil ich es cooler finde. Ich hätte ihn auch grün machen können, so habe ich es aber beim ersten Mal gemacht. Gelb ist nicht so meine Farbe. Farbe und ja. Also habe ich lila genommen. So, jetzt der Witz. Den Sion eingelöst hat. Vor 2 Minuten sogar schon. Halt! Was denn nun? Trifft eine 0 eine 8 und sagt, was für ein schicker Gürtel. Halt OMG. Was OMG? Halt OMG. Ja, ja, ja. Was? Oben auf der Bühne war die Kamera von Tech. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja, da kommen wir. Warum gehe ich zurück? Wir kommen da nicht mehr hin. Tja, blöd. 50,5 Stunden. Ich habe auch mit dem ganzen Nebenkram mir sehr viel Zeit gelassen.